Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen natürlich, wir haben es gehört, in der Anmoderation auf Kafka zu reden zu kommen. Sagen Sie, nicht kurz, aber doch ein bisschen vielleicht reduziert, was war der Anfang? Warum ausgerechnet Kafka, diese Leidenschaft ein Leben lang für jemanden? Man könnte ja sagen, das ist so ein bürgerlicher Feingeist, dieser Kafka. Warum haben Sie gespürt, dass da was ist? Ja, die Vorwarnung haben Sie mit Recht ausgesprochen. Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu lange werde. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ja, ich war Lehrling in einem Verlag mit dem seltsamen Namen Suhrkamp, vormals S. Fischer, die sich dann trennten, ne? 1950. Und da bekam ich von dem Herstellungsleiter ein Buch auf den Tisch, das sollte ich schätzen. Und da... Also schätzen heißt die... Die Zahl der Anschläge, ne? Das macht man bei Büchern. Also, ich habe angefangen zu lesen, da stand da, jemand musste Josef K. verleumdet haben. Ich hatte sowas noch nie gelesen, denn ich war natürlich als Nachkriegserwachsener, nicht? War ich natürlich an den Amerikanern interessiert. Hemingways, Ryan, Faulkner, das war die scharfe, bis dahin verbotene Ware. Und das sollte ein deutscher Autor sein. Also ich habe mir alles besorgt, was zu lesen war. Es war diese seltsame Welt, die mich fasziniert hat. Singende Mäuse, redende Affen, Pferde, die aus dem Schweinestall kommen. Diese seltsamen, fantastischen Bilder von Kafka. Und die Sprache. Die Sprache war außerordentlich. Sie müssen sich auch ein Deutsch vorstellen in den 50er Jahren, was versaut war durch die Nazis, ne? Und da kommt dann auch noch ein Jude, das ist sozusagen die Strafe, sozusagen, und schreibt das schönste Deutsch, was man sich im 20. Jahrhundert vorstellen kann. Ganz einfach, ganz klar. Mhm. Es war sofort eine Liebesbeziehung. Was man sich ja heute gar nicht mehr richtig vorstellen kann, Kafka war in der Zeit, 50er Jahre, gar nicht so präsent im Deutschsprachigen. Überhaupt nicht. Warum eigentlich? Weil er Jude war. Mhm. Er war verboten von 1933, nach 1933. Und er ist aufgrund verschiedener Umstände, die ich jetzt hier nicht... erst 1950 in Deutschland erschienen. Mhm. Da allerdings, als ein bereits weltberühmter Autor, das ist sozusagen das Seltsame an der Kafka-Rezeption, ist, dass er... Seine Reputation, seine große, im Ausland erworben hat. Und mit dieser, hauptsächlich natürlich Sartre, Camus, André Breton als Surrealist, dann sozusagen die politischen Interpretationen, die psychologischen Interpretationen in England und in Amerika. Also er ist als weltberühmter Autor in das Land seiner Sprache zurückgekommen. Sehr seltsam. Das ist seltsam. Und seltsam auch oder speziell, dass dieser junge Klaus Wagenbach irgendwie vermutet, dass diese Vereinnahmung durch den Existenzialismus, auch durch die Surrealisten, nicht die ganze Wahrheit ist. Was haben Sie denn da gespürt, dass da was dahinter steckt? Fast so. Nein, das habe ich. Was mich geärgert hat, war was anderes. Was mich geärgert hat, war, dass die Realien nicht zur Kenntnis genommen wurden. Wie immer, wenn man sich in jemanden verliebt, will man ja wissen, ne? Wie ist es dir ergangen? Wie war dein Elternhaus? Wo kommst du her? Erzähl mal. Ne? Und die Frage habe ich natürlich auch an meinen Franz gestellt. Er sagt, nur erzähl mal. Da war nichts. Da gab es eine Biografie von Max Brod, eine Heiligenlegende. Ne? Wirklich fast mystisch verklärt. Ja, mystisch verklärt, der große Prophet. Mhm. Und dann war eine Lehrstelle. Und das wollte ich wissen. Es war sozusagen, der Impetus war, und gleichzeitig war er, dass diese Realien nicht zur Kenntnis genommen wurden von den Schriftstellern, was noch verzeihlich ist, aber auch von den Germanisten nicht. Die Germanisten waren ja in Deutschland alle ehemalige Nazis oft. Sehr viele braune Leute, und die fanden es ganz toll,
dass aus der neutralen Schweiz diese werkimmanente Theorie der werkimmanenten Interpretation kam. Und je brauner, je werkimmanenter. Ne? Das Absolut. War wirklich ein seltsames Schauspiel. Ich habe mir gesagt, da müssen Realien her. Es gab nicht einmal eine Datierung. Das heißt, jeder Idiot konnte das Kafkas Prag, das Mütterchen hat Krallen, in einem Brief von 1902/3 an seinen Freund Oskar Pollack verwechseln mit Josephine der Sängerin. Über 20 Jahre später. Das heißt, man wusste, das war sozusagen ein erratischer Block, der da runtergefallen war vom Himmel. Dazu, Herr Wagenbach, habe ich eine kleine Überraschung für Sie. Sie werden selber sehen, das Schweizer Fernsehen hat schon vor vielen Jahren etwas dazu vermeldet. Das können wir kurz anschauen. Auch den Frauen, die in Kafkas Leben eine Rolle spielten, begegnen wir in der Ausstellung. Manches von dem, was selbst in einer lebendig geschriebenen Biografie Buchstabe bleibt, wird hier gewissermaßen Wirklichkeit, hilft uns bei der Formung eines neuen Kafka-Bildes, das den Tatsachen besser entspricht als viele früher erschienene Arbeiten. Diese Darstellung soll Kafka zu seinem Werk Amerika angeregt haben. Rund 300 Dokumente, Zeichnungen, Fotografien, Bücher, Manuskriptkopien vereinigt die Schau. Geschaffen für die Berliner Akademie der Künste wurde sie seither in Wien, Frankfurt und Karlsruhe gezeigt. Rom und die USA sind nach St. Gallen die weiteren Stationen. Das ist Dr. Klaus Wagenbach, Verleger, Kafka-Forscher und Schöpfer der Ausstellung. Wir fragten ihn, was ist der Zweck, den Sie mit den ausgestellten Dokumenten verfolgen? Ja, das war ein Versuch, alle Materialien zu sammeln, die man überhaupt hat. Das heißt, ich habe so einen Schrank zu Hause und da habe ich in den letzten 15 Jahren Materialien stauten sich da in dem Schrank. Und ich glaube erstens, dass die Germanistik eine Verpflichtung hat, hier und da die Öffentlichkeit zu informieren über Ergebnisse der Arbeiten. Das sind ja meistens unbekannte Sachen, die man bisher nicht kannte. Zweitens glaube ich, dass im Falle Kafka die Umstände, die Lebensumstände, seine Arbeitsumstände, seine Prager Umwelt zu wenig bekannt sind. Das heißt, ein Teil dieser riesigen Kafka-Literatur ist entstanden aus Unkenntnis. So wie Wetzlar für den Werther interessant ist in Zürich für Kellers Schriften, so ist beispielsweise das Prag für Kafkas Werk wichtig, nicht mehr als Hilfsfunktion oder, wenn man es etwas schärfer ausdrücken will, als Negativfolie. Das heißt, als ein Wissen, das die Germanisten daran hindert, gewisse Irrtümer zu begehen. Also wenn man weiß, da gibt es das Faktum, so schließt das bestimmte Deutungen manchmal aus. Sodass also eine Negativfolie förmlich den Raum der Interpretation bei manchen Büchern einengt. Das nenne ich also die Hilfsfunktion des Materials. Man darf es nicht überziehen. Es ist nicht möglich, eine Interpretation anhand der Biographica oder der Soziologica allein. Das ist ausgeschlossen. Eine Interpretation ist immer mehr. Aber diese Materialien können einfach eine, wie mir scheint, allerdings notwendige Hilfe leisten. Ja, Herr Wagenbach, das war eine Sendung. Haben Sie eine Ahnung, wo das stattfand? Ja, freilich. Erinnere ich mich an eine sehr schöne Buchhandlung, die Fährsche Buchhandlung in St. Gallen. Das ist für mich eine sehr schöne Erinnerung. Sowieso, ich habe ja ein paar Schweizer Erinnerungen, die zum Beispiel dieses erste Buch, was jetzt in einer Neuauflage, bei Frank erschienen. Bern, ja. Ich war ein bisschen keck und habe mir erlaubt, meine Dissertation an den Franke Verlag zu schicken.
weil er der große Curtius und andere waren. Und habe in 3 Wochen eine Antwort gekriegt. Toll. Das Buch ist angenommen. Das gibt es heute auch nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Gibt es bei Ihnen noch? Nein, bei uns sind es etwas länger mittlerweile. Ja. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem harten Kern der Geschichte, die wir da ein bisschen andiskutiert hörten. Sie haben einen anderen Kafka gefunden. Was würden Sie sagen, ist die ganz entscheidende Korrektur, die die Welt der Germanisten eigentlich jetzt dringlich nötig hatte, wenn sie diese Materialien gesichtet haben? Und wie ging das überhaupt? Sie waren ja ein richtiger Feldforscher in Sachen Kafka. Also, wie viel Zeit haben wir? Sagen wir jetzt 5 bis 7 Minuten noch für Kafka, dann wollen wir schon noch ein paar andere Sachen anschauen. Also, was natürlich ändert sich der Blick auf einen Autor, wenn man weiß, dass er Fabriken gesehen hat, dass er für Fabriken zuständig war, dass er der einzige deutschsprachige Autor ist, der Fabriken von innen gesehen hat. Und von unten, nicht von oben wie Robert Musil, ne? Von unten. Und nicht nur irgendwelche, sondern die allermodernsten. Mit 2000 Arbeitern in Nordböhmen, was sozusagen damals zum schlesischen Industriegebiet gehörte. Als Konzeptionist der Versicherung. Als Versicherungs-, sozusagen, mit als Vizesekretär der Arbeiterunfallversicherung für das Königreich Böhmen in Prag. Das war er, und als solcher musste er reisen. Er musste kontrollieren, ob die Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten worden sind, ob die Einreihungen, die Gefahrenklassen in den Fabriken die richtigen waren. Also alle solche Dinge. Das ändert das Kafka-Bild. Und zweitens muss sie, und dadurch sieht man Kafka mehr als Autor der Moderne, sehr viel mehr als bisher. Nicht so ein seltsam verschrobener, seltsamer Prager Autor. Und zweitens, durch seinen berühmten Onkel Siegfried Löwy in Triesch, in Mähren, ist er mit all diesen, der ja so eine Art älterer Bruder war für ihn, der war 16 Jahre älter nur als er, ein sehr moderner Mann, der auch mit ihm nach Norderney, nach Helgoland gefahren ist, nach dem Abitur. Der hat ihn, offensichtlich ist es derjenige, der ihn alle in diese seltsamen Rituale eingeführt hat, der des damals Neuen, vegetarisch, dass hier die Freikörperkultur, nicht, das Müllern, war das schon im Zusammenhang mit Sanatorien, die er besuchte? Hat er das kennengelernt auch? Ja, ja. Er war ein begeisterter Sanatorium. Das hat offenbar Onkel Siegfried ihm eingefädelt. Ne? Mhm. Diese neue Zeit. Es war die neue Zeit, wenn Sie, ich sage es mit Vorsicht, aber doch entschlossen. Es war ein Stück grüne Welt, die er da betreten hat. Die Welt, politische Welt auch, der Grünen. Hat sie für Anarchisten auch interessiert, ja, kann man auch nicht gewusst, ja, oder? Also ja, solche Dinge. Ja. Das heißt, Kafka ist ein viel modernerer Autor, als man bis dahin gedacht hatte. Und ist es nicht auch so, Herr Wagenbach, dass er auch menschlich, hat man ihn ja oft absolut so zart irgendwie verklärt gesehen. Und Sie haben ja dann in Ihrem Bildband auch mal gezeigt, dass er sehr viele Gesichter hatte. Das ist ja eine spannende Geschichte, also dass nicht nur einfach diese eine Kafka dominant. Sie meinen, die letzte Seite, das ist die letzte Seite. Ja. Das ist ein sehr schönes, fast ein Panoptikum verschiedener Kafka-Bilder. Man hat den Eindruck, er hat Schalk auch. Ja. Haben Sie das auch nachweisen können? Ja, es gibt sehr komische Geschichten, auch in den Erzählungen. Es wird oft vergessen. Diese Wunder ist eine der spätesten Erzählungen. Erstes Leid, der Trapezkünstler, der in der Zirkuskuppel wohnt. Dann kommt ein wahnsinniger Satz: Da oben war auch die Luft besser.
Und dann bringen sie ihn wie mit wahnsinnigen schnellen Autos, wenn der Zirkus weiter muss, bringen sie ihn zur Eisenbahn und er klettert schnell ins Gepäcknetz und ist ganz zufrieden. Wieder ein bisschen. Na, das sind schon sehr komische Sachen auch. Na, ganz abgesehen davon, von dem Bericht an eine Akademie natürlich. Nicht? Und die Briefe an seinen Vater. Ja. Sagen Sie, jetzt haben Sie ja entschieden, 2006 dieses Buch noch mal mit überarbeiteten Anhängen zu ergänzen. War das irgendwie aufgrund einer Erkenntnis, dass eigentlich die Forschung immer noch nicht weitergekommen ist, oder war einfach der Bedarf so groß? War es so lange jetzt vergriffen? Also es ist ein Klassiker. Mhm. Ich habe irgendwann feststellen müssen, dass es ein Klassiker ist, weil natürlich da eingegangen ist eine ganze Menge Interviews. Ich habe ja Max Brod noch gekannt, Hugo Bergmann, Felix Welsch in Israel besucht, in Tschechien auch viele lebende Zeugen. Lebende Zeugen. So, das ist alles in das Buch eingegangen. Und ich hätte es umschreiben sollen, natürlich in den 70er Jahren. In den 70er Jahren saß ich mehr vor Gericht als auf meinem Verlegerstühlchen, geschweige denn konnte mir solche Dinge erlauben. So, dann war es irgendwann zu spät. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das Buch bleibt so, wie es ist. Aber ich kommentiere es hinten. Das heißt, immer da, wo ich neue Sachen, die sind alle sozusagen eingegangen. So dass man, wenn man will, kann man das Buch lesen. Und dann ist immer so ein kleiner Pfeil an der Seite. Wenn man mehr wissen will, kann man hinten nachgucken. Und dann sind natürlich eine ganze Menge Fotos und andere Texte. Nun ist das ja Ihre Dissertation gewesen. Ja. Da staune ich ja doch, ich habe es gelesen, jetzt. Ja. Und muss sagen, man liest es gern und gut. Damals konnte man aber die Dissertation eigentlich nicht lesen. Danke. Haben Sie das umgeschrieben damals? Ja, ich habe es hinter dem Rücken meines Professors aus dem Germanistischen ins Gemeindeutsche übersetzt. Sehr gut. Ja. Nun nennen Sie sich selbst, finde ich, eine wunderschöne, witzige Pointe, die letzte lebende Kafka-Witwe. Ja. Also, die letzte nicht. Wenn ich tot bin, gibt es hoffentlich eine andere. Vielleicht noch andere. Hans-Gerd Koch ist zum Beispiel Herausgabe. Das wäre eine Möglichkeit. Nun, die Ambivalenz der Witwe ist ja ein bisschen, dass sie einerseits noch hofft, weiter von dem Ruhm ihres Mannes profitieren zu können, andererseits doch immer so Klischees korrigieren muss. Ja. Sind Sie an einem Punkt, wo Sie sagen, jetzt hat man öffentlich mehr oder minder das Bild, was Sie sich auch von Kafka gemacht haben? Ja, es gibt wahrscheinlich nicht mehr viel. Mhm. Es gibt immer wieder noch fotografische Entdeckungen. Deswegen habe ich von diesem riesen Fotoband, ich habe mal so einen riesen Fotoband, der ist jetzt in der dritten Auflage. Mhm. Und da gibt es immer wieder neue Aspekte. Weil ich diese Idee hatte, sozusagen Kafka zu seiner Zeit. Das heißt, nur alte Aufnahmen der Orte, alles, was er gesehen hat, wo er gewesen ist, das ist da drin. Und das sozusagen, das hat sich ein bisschen verändert, erweitert, seit mittlerweile auch schon 25 Jahren. So. Und wieder haben Sie... Die Texte sind da, neue sind nicht zu erwarten, glaube ich nicht. Obwohl, Vorsicht, es gibt immer noch Prager Dachböden oder die Gestapo hat mal bei seiner letzten Freundin Manuskripte beschlagnahmt. Also ganz ausgeschlossen ist, aber sehr unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Das sind die ersten Zeilen, die Franz Kafka zu seinem Roman Das Schloss geschrieben hat. Der Berliner Kafka-Forscher Klaus Wagenbach hat es als Schloss Wosseck identifiziert. Wagenbach verdanken wir auch die reichhaltige Ausstellung von Kafka-Dokumenten, die noch bis zum 14. November im St. Galler Waaghaus zu sehen ist. Ein Prag, in dem es noch eine bedeutende deutsche Sprachgruppe gab, wird vor unseren Augen lebendig. Das Prag Kafkas.
Hermann Kafka, der Vater. Die Mutter Julie Kafka, geborene Löwy. Beide Elternteile sind jüdischer Herkunft, wobei sich in der Familie der Mutter Gelehrte, Rabbiner und Ärzte finden. Kafkas Freunde Max Brod, Franz Blei, Franz Werfel, Felix Welsch. Der Altstädter Ring, wo Kafka seine Jugend verbrachte. Fast alle Prager Schauplätze, wo der Dichter lebte und wirkte, sind noch erhalten. Unwiederbringlich verloren gingen indessen viele Dokumente aus Kafkas Leben. Und wer sich nach Prager Zeitgenossen umsieht, die den Autor noch gekannt haben, dessen Suche endet immer wieder jäh vor dem einen Namen: Auschwitz. Dienstsiegel der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen, in deren Diensten Kafka 14 Jahre als Jurist stand. Die Verhütung von Unfällen war eines der Gebiete, die er bearbeitete. So setzte er sich beispielsweise für eine gefahrlose Hobelmaschine ein, deren Wirkungsweise er genau schilderte. Auch den Frauen, die in Kafkas Leben eine Rolle spielten, begegnen wir in der Ausstellung. Manches von dem, was selbst in einer lebendig geschriebenen Biografie Buchstabe bleibt, wird hier gewissermaßen Wirklichkeit, hilft uns bei der Formung eines neuen Kafka-Bildes, das den Tatsachen besser entspricht als viele früher erschienene Arbeiten. Diese Darstellung soll Kafka zu seinem Werk Amerika angeregt haben. Rund 300 Dokumente, Zeichnungen, Fotografien, Bücher, Manuskriptkopien vereinigt die Schau. Geschaffen für die Berliner Akademie der Künste wurde sie seither in Wien, Frankfurt und Karlsruhe gezeigt. Rom und die USA sind nach St. Gallen die weiteren Stationen. Das ist Dr. Klaus Wagenbach, Verleger, Kafka-Forscher und Schöpfer der Ausstellung. Wir fragten ihn, was ist der Zweck, den Sie mit den ausgestellten Dokumenten verfolgen? Ja, das war ein Versuch, alle Materialien zu sammeln, die man überhaupt hat. Das heißt, ich habe so einen Schrank zu Hause und da habe ich in den letzten 15 Jahren Materialien stauten sich da in dem Schrank. Und ich glaube erstens, dass die Germanistik eine Verpflichtung hat, hier und da die Öffentlichkeit zu informieren über Ergebnisse der Arbeiten. Das sind ja meistens unbekannte Sachen, die man bisher nicht kannte. Zweitens glaube ich, dass im Falle Kafka die Lebensumstände, seine Arbeitsumstände, seine Prager Umwelt zu wenig bekannt sind. Das heißt, ein Teil dieser riesigen Kafka-Literatur ist entstanden aus Unkenntnis. So wie Wetzlar für den Werther interessant ist in Zürich für Kellers Schriften, so ist beispielsweise das Prag für Kafkas Werk wichtig, nicht mehr als Hilfsfunktion oder, wenn man es etwas schärfer ausdrücken will, als Negativfolie, das heißt als ein Wissen, das die Germanisten daran hindert, gewisse Irrtümer zu begehen. Also wenn man weiß, da gibt es das Faktum, so schließt das bestimmte Deutungen manchmal aus. Sodass also eine Negativfolie förmlich den Raum der Interpretation bei manchen Büchern einengt. Das nenne ich also die Hilfsfunktion des Materials. Man darf es nicht überziehen, es ist nicht möglich, eine Interpretation anhand der Biographica oder der Soziologica allein. Das ist ausgeschlossen. Eine Interpretation ist immer mehr. Aber diese Materialien können einfach eine, wie mir scheint, allerdings notwendige Hilfe leisten.